Somme-la-Pro, ein kleines Dorf bei Auxières, am Morgen am 5. Im Stall von der Familie Pralon ist es Zeit für das Hirten. Die 40 Ehringer sind der Stolz von Jean-Baptiste, einem der vier Pralon-Brüder. Auch der Vater Jacques ist mit Füttern beschäftigt. Die Ehringerzucht ist die grosse Leidenschaft von Jacques. Aber heute Morgen sind seine Gedanken tausende von Kilometern weit weg. Südkorea. Da, wo sein Sohn, der Kandid, sein zweites Olympiarennen läuft. Ich konzentriere mich, aber die Nacht war lang und langsam spüre ich die Anspannung. Im Stall sein lenkt von der Anspannung ab. Aber immer im Hinterkopf der Sohn, der schon immer viel lieber auf den Ski statt im Stall gestanden ist. So wie alle seine Brüder hat er im Stall mitgeholfen. Er wollte zeigen, dass er das auch kann. Aber es ist nicht seine Lieblingsbeschäftigung. 20 vor 7 Uhr. Marc leset die letzte Nachricht vom Kandid. Der ältere Bruder ist für ihn ein Vorbild. Aber die Entscheidung zwischen dem Büro und dem Sport fällt ihm bedeutend schwerer. Ich weiß nicht, ob es jetzt die erste oder die zweite Leidenschaft ist, aber ich mache es sehr gerne und will es meinem Bruder nachmachen. Ich probiere es. Nur noch ein paar wenige Minuten geht es bis zum Start zum 15-Kilometer-Rennen. Für Chantal, die Mutter von Kandid, ist das Stress und Nervosität pur. Ich spüre, wie das Herz fest schlägt. Ich habe grosse Mühe mit dem Stress. Endlich geht es los für den Kandid. Sein Start ins Rennen macht Hoffnung. Die Zwischenzeiten werden analysiert. Jeder Hinweis wird untersucht. Es gibt Zweifel an der Form des Kandid. Immer wieder machen wir Probleme mit den Bandscheiben, einen Strich durch die Rechnung. Bis jetzt durchschnittlich. Wir können nur hoffen, dass es besser wird. Das schlechte Gefühl bestätigt sich. Der Kandid hat auf den 15 Kilometern nicht alles geben und beendet das Rennen als 50. Weit, sehr weit weg von seinem normalen Niveau. Es war ein schlechtes Rennen, das muss man auch so sagen. Aber sein Körper hat halt nicht richtig mitgespielt. Ein Top-30-Resultat wäre möglich gewesen. Heute würde er aber nicht seine Bestleistung können abrufen. Das nächste Mal dann. Er weiss, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ganz zuvorderst triumphiert der Dario Colonia. Der Triumph des Bündner ist ein Trost für die Familie Pralon. Wenn auch nur ein kleiner an diesem Olympiamorgen. Machine.